Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Raven Legacy of a Master Thief mit dem Gecko Climber. Wir sind in der letzten Folge. Ja, wir haben in der letzten Folge den Inspektor Legrand anscheinend doch gewaltig auf die Palme gebracht. Und wollen jetzt mal gucken, ob wir nicht doch noch ein paar Infos aus den Leuten hier rauskriegen. Wir haben noch mit der Miss Myers geredet. Mal schauen, wie die noch mal was sagt. Miss Myers scheint bei den Ermittlungen keine große Hilfe zu sein. Vermutlich ist sie mit ihren Gedanken bei ihrem Verlobten. Heieieiei. Na, dann wollen wir mal schauen, was wir noch so rausfinden können. Die Sache läuft ja inzwischen so halbwegs. Und ich muss ja sagen, dass das Spiel doch recht human ist, wie das mit den Hotspots angeht. Oh! Da ist Matt. Könnte der vielleicht... Ich habe einen Plan. Matt beschäftigt sich mit diesem seltsamen Spiel. Auf den ersten Blick sieht er wieder ganz normal aus. Ich glaube aber, dass er durchs ganze Schiff toben würde, hätte er die Sache im Zug wirklich vollständig verdaut. Na, mal schauen, was er so zu sagen hat, der gute Matt. Hallo, kleiner Partner. Hi. Alles klar bei dir? Mhm. So viel. Na gut. Hast du dich ein bisschen von unserem Abenteuer erholt? Mhm. Du, Herr Zellner? Hm? Was ist hier los? Was meinst du? Alle verhalten sich so komisch. Und da hinten klebt ein Klebeband an einer Tür. Das habe ich mal im Krimi gesehen. Du musst dir keine Sorgen machen. Hat es etwas mit dem Mann aus dem Zug zu tun? Es könnte etwas mit dem Dieb zu tun haben, ja. Hast du ihn noch immer nicht gefangen? Ich arbeite daran. Okay. Mann, der ist ja, hast du ihn immer noch nicht gefangen? So als wäre das das Einfachste auf der Welt. Ich habe gehört, du und deine Mama hatten früher viel Streit. Früher mal. Da war alles blöd. Das Haus, die Schule, die anderen Kinder. Wir hatten nicht viel Geld und ich war immer alleine. Aber du weißt schon, dass deine Mutter gerne bei dir gewesen wäre. Sie musste arbeiten, um das Geld zu verdienen. Das hätte sie ja nicht tun müssen, wenn Dad noch da gewesen wäre. Und wie kommst du jetzt mit ihr aus? Ich freue mich immer, wenn wir in den Ferien Sachen zusammen machen. Sie hat jetzt auch mehr Zeit für mich. Und im Internat mag ich es auch. Ich habe viele Freunde da. Und die Lehrer sind gar nicht so übel. Naja. Das Leben geht weiter, ne? Dann wollen wir mal gucken. Der Professor, ja, der steht ja noch hier. Mit dem werden wir uns gleich auch nochmal unterhalten. Deine Mutter und Professor Lucien scheinen sich gut zu verstehen. Hm. Magst du ihn nicht? Weiß nicht. Er scheint doch ganz nett zu sein. Ja, vielleicht. Okay, er mag ihn anscheinend nicht so wirklich. Lady Westmacott sitzt ganz allein im Salon. Vielleicht besuchst du sie nachher mal. Das mache ich. Die Lady kann spannende Geschichten erzählen. Das weiß ich. Sie ist meine Lieblingsschriftstellerin. Sie hat mir erzählt, dass es ihr gar nicht so viel Spaß macht, diese Krimi-Bücher zu schreiben. Sie würde lieber mal etwas anderes schreiben. Aber ihre Fans wollen immer nur die Krimis lesen. Die haben sie reich und berühmt gemacht. Ich habe ihr gesagt, sie sollte einfach schreiben, wozu sie Lust hat. Wenn es gut ist, kauft es schon jemand. Und wenn nicht, dann hätte sie zumindest Spaß beim Schreiben gehabt. Da hat sie gelächelt und genickt. Sie meinte, das wäre eine gute Idee. Im Notfall kann man da ja immer noch unter einem Pseudonym schreiben, wenn man es unbedingt will. Ja, weiß der, wie das Spiel funktioniert? Was spielst du denn da? Ich spiele Shuffleboard. Versuche ich zumindest. Habe ich noch nie gespielt. Ist ganz einfach. Professor Lucien hat es mir erklärt. Und wer hat gewonnen? Wir haben nicht gespielt. Du wolltest nicht mit ihm spielen, was? Wollen wir beide eine Runde spielen? Klar! Müssen wir jetzt hier regeln? Ja, regeln? Ich glaube, du musst mir erstmal die Regeln erklären. Also gut. Du spielst mit den blauen Pucks, ich mit den roten. Du musst die Pucks mit diesem Stock da hinten ins Feld schubsen und möglichst viele Punkte machen. Klingt einfach. Wie viele Pucks habe ich? 6 Stück. Aber jetzt kommt's. Erst bist du dran, dann ich und so weiter. Und jeder darf die Pucks vom anderen auch aus dem Feld schießen. Okay. So, dann fangen wir an. Könnte lustig werden. Dann lass uns anfangen. Oh ja,
Um was spielen wir? Was? Ich dachte, wir spielen einfach nur so. Wie langweilig. Wir müssen um was wetten. Sonst macht's keinen Spaß. Ihr Engländer. Also ich wette meine brandneue Zwille. Und du? Ich möchte nicht wetten. Sagen wir ein Eis in Kairo? Okay, wenn ich gewinne, bekomme ich die Zwille. Wenn ich verliere, bekomme ich ein Eis in Kairo. Oi, versuch nie, einen Matt Miller über den Tisch zu ziehen. Also was ist nun? Eis gegen Zwille? Na gut, los geht's. Muss ich jetzt... Ach du Scheiß, wie soll das hier funktionieren? Kann mir das mal jemand erklären, bitte? Okay. Da lang. Wie soll das hier jetzt gehen? Hallo? Kann mir mal jemand erklären, wie das Spiel hier funktioniert? Okay, gut. Wie sehr darf man schieben? Jetzt bin ich, glaube ich, drin. Und... Ruck. Okay, das war zu viel des Guten. Hey, der war nicht schlecht. Ich glaube, das könnte ulkig werden. Oh je, oh je. Ich glaube, wir müssen ihm ein Eis bezahlen. Oh, na, das fängt ja toll an. Minus 7. Ach, klasse. Oh, mein Mist. Gott. Gewonnen. Das macht ein Eis für mich. Du hast schon geübt. Wir geben erstmal auf, weil ich noch mit denen da hinten reden will. Und dann spielen wir weiter. Ich glaube, ich habe erstmal genug. Ach, komm schon. Einmal noch. Später. Na gut. Ja, da werden wir nicht drum rumkommen. Minispiele, ich glaub's ja nicht. Naja, hätte ich jetzt hier nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Der Kleine ist gut. Miss Miller und Professor Lucien unterhalten sich angeregt. Sie wirkt dabei sehr gelöst für ihre Verhältnisse. Was macht der jetzt? Mit denen können wir auch reden. Guten Morgen, Miss Miller. Professor Lucien. Wachtmeister Zähne. Wie geht es Ihnen? Ich habe gehört, Sie seien gestern Abend ohnmächtig geworden. Nun ja, nicht direkt. Ich wurde vergiftet. Oh. Dieser Schuft. Ja, dann reden wir mit denen doch mal über den gestrigen Abend. Wen meinen Sie mit dieser Schuft? Diesen blinden Passagier, diesen neuen Raben. Der Junge kann nicht der Mörder sein. Als der Schuss ertönte, war er schon in Gewahrsam von Konstable Oliver. Sie meinen... Wer immer die Baronin ermordet hat, befindet sich noch auf freiem Fuß. Ich glaube, ich sollte mich verabschieden. Ich würde mich gern ein wenig ausruhen. Eine letzte Frage noch, Professor. Das Auge der Sphinx oder der Tresorschlüssel? Na, mal gucken. Glauben Sie, das Auge ist im Tresor in Legrands Kabine sicher? Natürlich ist es das. Mir wurde versichert, dass der Tresor nur in stundenlanger Arbeit mit schwerem Gerät aufgebrochen werden kann. Und wenn Legrand nicht in der Kabine ist, sehen ich oder Constable Oliver jede Stunde nach dem Rechten. Verstehe. Ich möchte jetzt in meine Kabine. Wir sehen uns später, Mary. Natürlich. Mary. Bis später. So.
Ich wollte Ihre Unterhaltung mit Professor Lucien nicht so abrupt beenden. Ich weiß auch nicht, was er hat. Die Erkenntnis, dass sich immer noch ein Einbrecher auf dem Schiff befindet, scheint ihn erschrocken zu haben. Er war die ganze Zeit völlig entspannt und dann... Dann kommt der blöde Schweizer Wachmann und macht ihn nervös. Oh, das wollte ich damit nicht sagen. Schon gut. Er wird sich gewiss bald beruhigt haben und zurückkommen. Kann ich Ihnen einige Fragen stellen? Natürlich. So, da haben wir auch wieder eine ganze Menge. Wie geht es Matt? Er sieht zufrieden aus. Er ist nach der Aufregung schon wieder ganz der Alte. Aber ich habe ihm nichts von dem Mord erzählt. Das wäre dann doch etwas zu viel für ihn. Ich glaube, ihn haut so leicht nichts um. Ich möchte Ihnen noch einmal dafür danken, was Sie im Zug getan haben. Ich hätte nicht gewusst. Alles gut. Das war doch selbstverständlich. Die hat irgendwie, die sehen irgendwie alle ziemlich komisch aus, wenn sie sprechen. Fällt mir nur so auf. Na gut, was hat sie denn gestern Abend gesehen? Wie haben Sie den gestrigen Abend erlebt? Es war ganz schrecklich. Ich hatte mich nett mit Edgar, Professor Lucien, hier auf dem Vorderdeck unterhalten. Dann wollte ich nach der Lady sehen und bin übers Nebendeck nach vorne gegangen. Als ich an der Kabine der Baronin vorbeikam, habe ich einen gedämpften Schrei gehört. Sie hörten einen Schrei? Ja, ich dachte, vielleicht sei die Baronin gestürzt. Ich ging zur Tür und lauschte, ob noch etwas zu hören sei. Da nichts zu hören war, klopfte ich an und fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich bekam keine Antwort. Interessant. Und dann? Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also versuchte ich, die Tür zu öffnen. Sie war verriegelt. Ich hatte den Butler der Baronin, Mr. Inch, auf dem Vorderdeck gesehen. Ich dachte mir, dass er vielleicht einen Schlüssel hätte und ging zurück. Auf dem Weg dahin kam mir erst der Bobby entgegen und dann Edgar, der nach dem Tresor sehen wollte. Ich erklärte ihm die Situation, dann ging der Alarm los. So, der Schrei ist was ganz Neues. Wie hat der Schrei geklungen? Es war ein kurzer Aufschrei. Sehr ängstlich, als hätte sich jemand erschrocken. War es eine Frauenstimme? Ja, die Stimme war hoch. Es könnte also ein Aufschrei der Baronin gewesen sein. Zum Beispiel, weil sie jemanden in ihrer Kabine entdeckt hat. Ich denke schon. Dieser jemand könnte sie dann mit einer Waffe bedroht haben, damit sie nicht um Hilfe schreit. Oh Gott. Er wartete, bis die Luft rein war? Ach bitte, hören Sie auf, Herr Zellner. Na gut, was war mit dem Butler? Der Butler der Baronin hat ausgesagt, ebenfalls auf dem Vorderdeck gewesen zu sein. Ja, er stand auf der anderen Seite des Decks und rauchte eine Zigarre. War er die ganze Zeit auf dem Vorderdeck? Ich bin mir nicht sicher. Er war da und später war er mit auf dem Nebendeck. Er hat sich um sie gekümmert, als sie ohnmächtig dalagen. Er hat ihren Kragen aufgeknöpft und ihren Kopf gehalten, während der Doktor sie untersuchte. Aber Sie können nicht mit Bestimmtheit sagen, dass er mit oder nach Ihnen und Professor Lucien vom Vorderdeck gekommen ist. Also, nein. Aber woher sollte er denn sonst gekommen sein? Von drinnen vielleicht. Der Professor. Das ist, glaube ich, auch ein sehr interessantes Thema. Sie und Professor Lucien schienen sich angeregt zu unterhalten. Oh ja. Er ist Experte für altägyptische Kunst und eine Koryphäe auf dem Gebiet der Hieroglyphenforschung. Er ist Leiter der ägyptischen Abteilung im Britischen Museum, wissen Sie? Und im Ägyptischen Museum in Kairo soll er eine Ausstellung eröffnen. Richtig, in der das Auge gezeigt werden soll. Ursprünglich sollten beide Edelsteine erstmalig seit Jahrzehnten wieder öffentlich gezeigt werden. Daraus wird ja nun leider nichts mehr. Ich glaube, das hat ihn sehr mitgenommen. Wir bemühen uns, dass zumindest eines der Augen gezeigt werden kann. Gewiss. Ich werde Lady Westmacott fragen, ob wir nicht an der Ausstellungseröffnung teilnehmen wollen. Ich finde das sehr spannend. Und Professor Lucien wird Ihnen sicherlich eine Privatführung geben. Ja, aber es geht immer noch nicht in die Richtung, in die ich es gerne hätte, dass er geht. Na, egal. Klatsch und Tratsch. Na gut, könnte wichtig sein. Sie sind Amerikanerin, richtig? Das ist richtig. Und Sie sind wegen des Jobs nach England gezogen? Ich habe schon früher in England gelebt. Im Zweiten Weltkrieg habe ich mich freiwillig als Krankenschwester gemeldet. Ich arbeitete in einer US-Basis nördlich von London in der Apotheke. In der Apotheke? Interessant. Nun ja, es war Krieg und jeder wurde da eingesetzt, wo er am besten helfen konnte. Erzählen Sie weiter, Miss Miller.
Nach dem Krieg habe ich begonnen, in London Musik zu studieren. Dort lernte ich meinen Mann kennen. Wir haben geheiratet und sind gemeinsam in die USA zurückgekehrt. Er war auch Amerikaner? Nein, Engländer. Aber es gab wohl Probleme mit seiner Familie und er wollte möglichst weit weg. Und Sie haben für ihn Ihr Studium abgebrochen? Nun ja, ja. So, so, so. Na schön, machen wir mal weiter bei dem Thema. Es war bestimmt nicht leicht, das Leben als alleinerziehende Mutter. Es war sehr hart. Ich arbeitete von früh bis spät und trotzdem reichte es nur für das Nötigste. Und ich konnte Matthew nicht die Aufmerksamkeit geben, die er benötigte. Und dann trat Lady Westmacott in ihr Leben. Wie ein Engel aus dem Nichts. Sie muss mir die Stelle wohl aus Mitleid angeboten haben, denn ich hatte ja keine Erfahrung als Gesellschafterin. Sie machte mir dieses großartige Angebot. Ich konnte es kaum glauben. Und sie ist ganz vernarrt in Matt. Sie bietet ihm eine gute Ausbildung und nun hat er alle Chancen im Leben. Eine fast unglaubliche Geschichte. Ich fürchte immer noch, dass es ein Traum ist, aus dem ich eines Tages aufwache. Tja, Betäubungsmittel wird gleich noch ganz, ganz interessant, aber erstmal die Lady. Von der schwärmt sie ja anscheinend extrem. Wie ist es so, für eine weltberühmte Persönlichkeit zu arbeiten? Die Arbeit ist sehr interessant und abwechslungsreich und die Lady vergütet sie auch noch sehr großzügig. Sie haben viel Glück gehabt, dass die Lady Ihnen die Stelle angeboten hat. Ich bemühe mich so, die Erwartungen der Lady zu erfüllen, aber manchmal habe ich das Gefühl, es nicht schaffen zu können. Lady Westmacott könnte sich keine bessere Gesellschafterin wünschen. Ich spare so viel Geld, wie ich kann. Ich würde alles tun, damit Matt sein neues Leben nicht aufgeben muss. So, so, so. Mord an Inspektor Partout? Wer ist denn das? Moment. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen aus dem Bild raus. Wer soll denn das sein? Naja, machen wir erstmal den Ermittlungen weiter. Haben Sie Inspektor Legrand die Vorgänge geschildert? Ja, gestern Abend. Er war sehr interessiert und hat sich einige Notizen gemacht. Aber ich wollte dann nach Lady Westmacott sehen und er hat mich recht bald gehen lassen. Er meinte, er würde meine detaillierte Aussage heute aufnehmen. Verstehe. Glauben Sie, der Mann aus dem Zug hat auch die Baronin auf dem Gewissen, Wachtmeister Zellner? Ich weiß es noch nicht. Es ist schrecklich. Explosionen, Diebe, Mörder. Das ist nicht die richtige Umgebung für eine Lady und einen kleinen Jungen. Ja, jetzt wird's richtig interessant. Mord am Inspektor. Ich weiß aber nicht genau, wer das sein soll. Na, wir kriegen's gleich raus. Lady Westmacott machte im Zug eine Andeutung, sie hätte ihre Romanfigur Inspektor Partout ermordet. Was meinte sie damit? Ach, sie meinte bestimmt das Manuskript. Manuskript? Sie hat es immer bei sich. Es ist ein unveröffentlichter Partout-Roman. Ich habe sie einmal gefragt, warum sie ihn nicht veröffentlicht hat. Sie sagte, sie hätte in ihrem Testament verfügt, dass er erst nach ihrem Tod veröffentlicht werden solle. Und in diesem Roman wird Partout ermordet? Vielleicht. Ich habe ihn nicht gelesen. Niemand hat das. Am besten fragen Sie sie selbst. So, so, so. Die hat ein Manuskript von einem unveröffentlichten Roman. Na, das ist ja nett. Die Idee gefällt mir irgendwie. Na schön, Betäubungsmittel, die muss ich ja auskennen. Sie war Apothekerin und die muss wissen, was das Sache ist. Wenn Sie in einer Apotheke gearbeitet haben, kennen Sie sich doch bestimmt mit Medikamenten und Giften aus, oder? Jeder Stoff ist potenziell ein Gift. Auf die Dosierung kommt es an. Sagt Ihnen Chloralhydrat etwas? Das ist ein Beruhigungsmittel, nicht wahr? Das frage ich Sie. Lady Westmacott hat mich auch immer solche Sachen gefragt für ihren letzten Roman. Aber da ich nie vorhatte, jemanden umzubringen, habe ich mich mit Strychnin und Arsen und all diesen Dingen nicht beschäftigt. Ich könnte Ihnen etwas gegen Kopfweh, Halsschmerzen oder Ausschlag empfehlen. Sehr freundlich, aber dafür besteht kein Anlass. Ich möchte mich verabschieden, Miss Miller. Inspektor? So, so, so. Okay, also die kennt sich anscheinend aus. Vielleicht hat Miss Miller in dem Archäologen so etwas wie ihren Seelenverwandten gefunden. Leider ist keinesfalls gesagt, dass die beiden zusammenkommen werden. Leute mit geringem Selbstwertgefühl tendieren dazu, sich selbst zu sabotieren. Können wir nochmal mit ihr reden? Tatsächlich? Ich wüsste nicht, was ich sie im Moment fragen sollte.
Gut, aber ich weiß, was wir in der nächsten Folge machen werden. Und zwar Shuffleboard spielen mit dem guten Matt. Das könnte eine etwas längere Angelegenheit werden, weil ich mich in dieser Folge ja auch schon dämlich angestellt habe. Aber wir werden seine olle Zwille schon irgendwie bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!